Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen in der Abteilung für Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie hier im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen. Wir möchten Sie heute umfassend informieren über ein Thema, das Wirbelgleiten heißt. Dieses ist eine ganz bestimmte Erkrankung, die sich in der Lendenwirbelsäulenregion ansiedelt. Und alle wichtigen Informationen gibt es jetzt von uns für Sie. Und mit uns meine ich natürlich weniger mich als äußerst fachkundigen Besuch an meiner Seite. Herzlich willkommen Dr. Hans-Peter Köhler, Chefarzt der Neurochirurgie und der Wirbelsäulenchirurgie hier im Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Köhler, ich glaube, Beschwerden in der Lendenwirbelsäulenregion, also so tief sitzende Kreuzschmerzen, sind ja leider ein Phänomen, was immer häufiger auftritt. Ist das richtig? Das ist richtig. Das hängt natürlich mit der Belastung im Alltag, durch die Beschäftigung, durch die Arbeitsplätze zusammen. Wenn Sie jetzt heute Deutschland nehmen, an diesem Tag haben vielleicht 40% ungefähr Rückenbeschwerden, was nicht bedeutet, dass Sie etwas Schwerwiegendes haben. Aber Sie haben Rückenbeschwerden, die vielleicht in ein, zwei Tagen oder Wochen wieder von alleine weggehen durch unterstützende Maßnahmen. Was bedeutet denn dieses Wirbelgleiten ganz genau? Es sind ja nicht einfach irgendwelche Rückenschmerzen, sondern es ist schon ein spezielleres Problem. Das Wirbelgleiten, eine Listhese oder Spondylolisthesis, ein griechisches Wort, hängt mit der Instabilität der Wirbelsäule zusammen, und zwar der Gelenkportion. Es gibt ein echtes Wirbelgleiten, wo eine Bogenschlussstörung vorliegt. Das liegt meistens bei Jugendlichen schon vor. Das ist eine isthmische Lyse. Und dann gibt es eine degenerative Veränderung. Das heißt, das tritt hauptsächlich bei Erwachsenen auf und ist ebenfalls bedingt durch Verschleiß an den Gelenken, sodass ich darf Ihnen das einmal zeigen. Ich habe hier Modelle mitgebracht. Hier an diesem Modell können Sie die Wirbelsäule einmal sehen, Wirbelkörper, dazwischen immer die Bandscheiben als weise Darstellung, als Puffer. Und wenn Sie jetzt eben eine Instabilität haben, normal bewegt man sich mit der Wirbelsäule, die bleibt gleichmäßig eigentlich in der Position, die Wirbel. Und bei den Menschen, wo eben die Gelenke nicht entsprechend angelegt sind, kommt es eben zu einem nach vorne Gleiten der bestimmten Portion, wo diese Instabilität vorliegt. Das bedeutet, um Ihnen das vielleicht an zwei Wirbeln darzustellen, Sie haben hier zwei Wirbel, die normal in der Mitte durch eine Bandscheibe getrennt sind. Hier hinten sind entsprechend die Gelenkpartien der Wirbel dargestellt und normal sind diese beweglich, aber gleichzeitig verhakt sich das auch. Und natürlich zusätzlich kommt noch der ganze Bandapparat dazu und die Muskeln, die diese Sache stabilisieren. Bei einem Patienten, wo ein Wirbelgleiten vorliegt, rutscht der Wirbel ein Stück nach vorne. Jetzt hier vielleicht dargestellt oder zu sehen, ungefähr um ein Viertel oder um die Hälfte. Und wenn dieses passiert, dann verengt sich natürlich hier innen drinne der Kanal, wo das Rückenmark läuft. Das bedeutet, jetzt mein Finger einmal eingebracht, dass ich hier eine Verengung, eine Kompression von Rückenmark oder den durchgleitenden Nerven entsteht und dadurch entstehen Schmerzen. Im schlimmsten Falle auch Ausfälle in den Beinen, in den Füßen oder Beinen in Form von Gefühlsstörungen, Kribbeln bis zu Lähmungen. Wie entsteht denn so eine Instabilität, die ja wirklich teilweise erschreckend ist, wie das eben gequetscht wurde? Da kann man sich nur ausmalen, was für Schmerzen und Einschränkungen das bedeutet. Da wollen wir auch gleich noch zu kommen. Aber wer bekommt sowas? Gibt es bestimmte Risikofaktoren beispielsweise? Also ich hatte es eben schon erläutert. Es gibt einmal echte Lysen. Das heißt, dort ist eine Störung, der Bogenschlussstörung liegt vor. Das heißt, dieses ist der Bogen. Da liegt eine Störung dieses Bogens vor. Das tritt schon bei Kindern auf, so bei 6% der Kinder haben das. Die müssen aber gar nicht symptomatisch werden. Es gibt also viele Menschen, die haben so etwas und haben nie ein Problem damit, weil sie entsprechend ausgeprägte Muskulatur haben, gut trainiert sind. Das heißt, nur ein kleinerer Prozentsatz, der auch diese Erkrankung hat oder diese Veränderung, sagen wir mal so, diese Veränderung der Wirbelsäule, der kommt und hat dann später solche Beschwerden. Das ist das eine. Das andere, hatte ich eben schon gesagt, Erwachsene, die bedingt durch Verschleiß, durch Veränderung, durch Belastung in der Wirbelsäule
Dort kommt es auch eben entsprechend zu einer Veränderung der Gelenke und eben auch zu einem Wirbelgleiten. Mhm. Besonders gefährdet sind zum Beispiel Menschen, die Leistungssport betreiben. Das weiß man auch, zum Beispiel Speerwerfer. All die Sportarten, die extrem in die Rückenbeuge, also die das Kreuz komplett überbiegen beim Speerwerfen, beim Delfinschwimmen, wenn man das leistungsmäßig betreibt, beim Bodenturnen. Da sind solche Erkrankungen beschrieben, da kommt es gehäuft vor, dass eben entsprechend durch diese extreme Belastung der Wirbelgelenke eben auch ein Wirbelgleiten auftreten kann. Gibt es einen ganz speziellen Bereich an der Wirbelsäule, der häufig betroffen ist, dass man vielleicht den Schmerz für sich selber auch in gewisser Weise ein bisschen einordnen kann? Ja. Es sind natürlich, können Sie sich vorstellen, die Wirbelsäule von oben nach unten. Die Hauptbelastung ist hier unten im unteren Bereich der Wirbelsäule. Ich zeige das auch hier nochmal am Modell. Die Hauptlast vom Übergang ins Becken ist natürlich auf den unteren Segmenten durch die Hebelgesetze. Wenn man also sich hier bewegt, kommt hier die Hauptlastbelastung drauf, sodass wirklich beim Erwachsenen das vierte bis fünfte Segment der Lendenwirbelsäule hauptsächlich belastet ist. Mhm. Dann kommt noch das Segment unten drunter, 5S1 oder das Segment oben drüber. Das sind die häufig belasteten Segmente, wo dieses Wirbelgleiten vorkommt. Sie haben schon einige glückliche Betroffene angesprochen, die womöglich gar keine Symptome haben. Wie sieht es dann aber aus, wenn wirklich Beschwerden vorhanden sind? Was sind das für welche und wie sehr schränken Sie Betroffene auch im Alltag ein? Die Patienten kommen meistens und haben, wenn Sie sich bei mir natürlich vorstellen, schon längere Zeit Rückenbeschwerden, die eigentlich sonst mit herkömmlichen Mitteln, sei es Schmerzmitteln, Krankengymnastik, Ruhe und Schonung über Wochen keine Besserung gebracht hat. Das heißt, im Prinzip wird erstmal der Patient konservativ behandelt und therapiert, einschließlich bis hin zu einem Korsett oder Mieder, das dann keine Linderung erbringt. Das heißt, der Patient hat das starke Rückenschmerzen im Übergang Lendenwirbelsäule zum Beckenbereich. Und wenn das sehr ausgeprägt ist, das Wirbelgleiten, dann kann auch der Druck auf die Nerven so extrem sein, dass auch diese Schmerzen in beide Beine oder in ein Bein ausstrahlt, bis hin zu einer Taubheit oder auch einer Lähmung. Das sind ungefähr die Beschwerden, die auftreten können. Im schlimmsten Fall, wenn es extrem ist, was glücklicherweise nicht häufig der Fall ist, kann es auch mal zu Blasenmastdarmstörungen kommen. Mhm. Wie können Sie helfen? Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass man dem Patienten durch die konservative Behandlung meistens auch schon weiterhelfen kann. Und man sollte immer versuchen, den Zustand, mit dem der Patient kommt, erstmal zu stabilisieren. Also wie gesagt, es sind auch Episoden, wie jeder von uns auch, der jetzt nicht dieses Wirbelgleiten oder diese Erkrankung hat, hat mal Rückenschmerzen gehabt und man therapiert es ganz normal mit Schmerzmitteln, Wärme, ein bisschen Schonung und dann versucht man aus diesem Tal wieder herauszukommen. Der nächste Schritt wären eben Spritzen, dass man genau an das Segment, wo die Schmerzen auftreten, dass man dort entzündungshemmende und schmerzlindernde Medikamente hinbringt. Das macht man CT-gesteuert, also dass man auf den Millimeter genau die Nadel setzen kann. Wenn all das nicht hilft und der Patient also deutlich in seinem Alltag eingeschränkt ist, also dass er noch nicht mal normale Spaziergänge machen kann, dass er trotz Schmerzmittel nicht mehr seinen Alltag bewältigen kann oder er hat ausgeprägte Lähmungen, neurologische Ausfälle, dann ist natürlich eine Indikation gegeben für eine Operation. Was gibt es denn da dann für Möglichkeiten, wenn Sie den operativen Eingriff schon ansprechen? Die hängen ja mit Sicherheit auch mit dem Schweregrad des Wirbelgleitens zusammen. Korrekt. Sie haben das vorhin auch schon angesprochen, wie ausgeprägt das ist. Es gibt unterschiedliche Schweregrade des Wirbelgleitens. Man teilt es ein, jeweils wie weit der Wirbel nach vorne gleitet. Also um ein Viertel, um die Hälfte, drei Viertel oder um das Ganze. Es gibt auch ganz seltene Fälle, wo der ganze Wirbel nach vorne abgeglitten ist. Das ist natürlich extrem und da hilft aus einer Operation nichts, weil sonst extreme neurologische Störungen auftreten. Man versucht, wenn es nur gering ausgeprägt ist, durch eine Entlastung des Kanals, also ich zeige Ihnen das auch nochmal am Modell, wenn also der Wirbel nur gering nach vorne geglitten ist, also hier sehen Sie ganz normal den Kanal, der ist offen, wenn der jetzt ein Stückchen nach vorne gleitet, dann wird der Finger nur bedingt
eingeengt. Und die Nerven, man kann es hier an diesem Modell sehr gut sehen, wir haben hier an der Seite Ausgänge, wo diese blauen Fasern hier rauskommen. Diese blauen Fasern, die gehen runter ins Bein und versorgen das Bein, das heißt die Muskeln und die Haut, mit dem entsprechenden Impuls. Und wenn hier natürlich ein Wirbel nach vorne gleitet, wird natürlich auch entsprechend so ein Nerv eingeklemmt. Wenn das nur gering eingeklemmt ist, reicht eine kleine Operation. Das bedeutet, man kann durch eine Schlüssellochoperation, die, wenn es zum Beispiel auch nur einseitig auftritt, gezielt hingehen. Das heißt, die Operation selbst ist, die Wunde selbst ist 1,5 cm lang. Man kann durch eine Schlüssellochoperation hier eine Entlastung des betroffenen Nerven herbeiführen und dadurch eine Schmerzlinderung herbeiführen. Das Risiko allerdings bei so einer Schlüssellochoperation und wenn der Patient ein Wirbelgleiten hat, ist, dass das Wirbelgleiten zunimmt. Und dann kommt natürlich, wenn das der Fall ist, das Risiko ist bei diesen Schlüssellochoperationen und beim Vorliegen eines Wirbelgleitens erhöht, dann müsste man natürlich in der zweiten Sitzung, wenn das der Fall ist, auch eine Stabilisierungsmaßnahme vornehmen. Wie kann denn das passieren? Das ist mir noch nicht ganz schlüssig, wie man durch einen minimalinvasiven Eingriff die Situation womöglich noch verschlechtern kann. Wie kann es dazu kommen? Ja, man muss natürlich ja, wenn Sie eine Engstelle haben, wo ein Nerv also betroffen ist, müssen Sie durch eine kleine Öffnung an die betroffene Stelle heran. Mhm. Ich zeige Ihnen das nochmal an einem Modell. Bei einem Eingriff müssen Sie, das hier ist die Wirbelsäule nochmal im Miniaturausschnitt, hier sehen Sie jetzt die Nerven gelb dargestellt und die Engstelle, die ist hier innen drin. Ich zeige es Ihnen nochmal mit dem Füllfeder oder mit dem Kugelschreiber hier dargestellt. Hier ist die Engstelle, nur diese kleine Stelle ist betroffen. Man macht also hier oben einen Schnitt, 1,5 cm, geht hier runter und nimmt hier einen Teil vom Knochen weg. Und dieser Teil des Knochens ist auch ein Teil des Gelenks. Mhm. Und wenn man natürlich hier auch an dem Gelenk arbeitet, kann eine weitere Instabilität dazu führen, dass das wieder auch ein Stück nach vorne rutscht, nach der Operation. Also ein gewisses Operationsrisiko, was beim Versuch, erstmal den kleinen Eingriff zu machen, passieren kann und was dann einen großen Eingriff zur Folge hat? Oder was wäre dann die Konsequenz? Der nächste Schritt wäre natürlich dann, wenn, und muss man dazu sagen, nur ungefähr bei 10-15% beim ganz einfachen Wirbelgleiten, wo man dann auch nachoperieren muss, also es ist nur ein kleiner Prozentsatz, wo man dann eine stabilisierende Maßnahme machen muss. Wenn das Wirbelgleiten ausgeprägt ist, ich zeige Ihnen das nochmal am Modell, hier an diesem Modell hatte ich Ihnen ja vorhin schon gezeigt, wenn also der Wirbel so ein Stück nach vorne rutscht, da ist so eine Instabilität und das berichtet auch der Patient bei den normalen Bewegungen, das heißt, wenn der Patient sich bewegt, er läuft ein paar Meter, dann muss er stehen bleiben, er muss sich diese Instabilität, die eingetreten ist, die blockiert in dem am Weitergehen. Er muss also sich entsprechend nach vorne regeln, auf- und niederbewegen. Also irgendwie wieder richten wahrscheinlich. Ganz genau, um das wieder auszurichten, dass also die Wirbelsäule in die richtige Position kommt. Und dann erst kann er wieder weitergehen. Das verschlimmert sich manchmal, das berichten die Patienten in bestimmten Positionen. Also bergab gehen zum Beispiel, wenn der Körper das noch mehr abfangen muss und das rutscht, das Körpergewicht schiebt entsprechenden Wirbel in eine entsprechend unangenehme Position, dann muss er auch stehen bleiben und sich entsprechend wiederum verschiebend bewegen, um da eine Befreiung herbeizuführen. Wenn so etwas passiert, wenn also der Patient immer wieder in diese Situation hineingerät, dass er alltägliche Dinge nicht verrichten kann, sei es Spaziergänge, Einkäufe, sein alltägliches Leben nicht mehr verrichten kann, dann ist eben eine Indikation gegeben, wenn eine Instabilität vorliegt, dass man ihnen eine stabilisierende Maßnahme, Operation zuführt. Und das wäre dann ein größerer Eingriff, die stabilisierende Maßnahme. Wie sieht der aus? Es ist in dem Sinne ein mittelgroßer Eingriff. Man hat im Vergleich zu früher, konnte man dieses OP-Verfahren verfeinern. Das heißt, wenn ich jetzt den kleinen Eingriff mache, brauche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde bis 60 Minuten, um so eine Entlastung eines Nerven herbeizuführen. Wenn ich eine stabilisierende Maßnahme durchführe, dann muss ich den Schnitt ungefähr auf 5 cm verlängern. Und ich habe Ihnen auch nochmal ein Modell mitgebracht, man sieht es hier an der Wirbelsäule, ich nehme das einmal hoch. Man muss also den Schnitt ungefähr so lang machen, genau hier in der Mitte, und muss sich
hier die betroffenen Wirbel, die beiden, aufsuchen. Man setzt eine Schraube durch die Bogenwurzel hier in den Wirbelkörper hinein, unten und oben. Und diese beiden Schrauben, die werden verbunden miteinander durch eine Lenkstange. Dadurch wird eine Stabilität hergestellt. Mhm. Das macht man auf beiden Seiten und dadurch wird das Segment zur Ruhe gebracht. Diese Operation dauert ungefähr 2 Stunden, also ungefähr doppelt so lang wie die erste. Und danach, eigentlich der Patient steht schon am nächsten Tag auf, muss schon seine ersten Gehversuche machen und ungefähr nach 8 bis 10 Tagen kann er schon auch wieder die Klinik verlassen. Mhm. Mit unterstützenden Maßnahmen während dieser Zeit von den Krankengymnasten, wo er also entsprechend auch geschult Bewegungen durchführt. Was ist denn das Therapieziel, Herr Dr. Köhler, sowohl bei kleineren Wirbelgleiten als auch bei einer stabilisierenden Maßnahme, wenn also der größere Eingriff von beiden erforderlich ist? Was ist realistisch, dass ein Patient sich uneingeschränkt wieder bewegen kann und dauerhaft beschwerdefrei ist oder muss man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle Einschränkungen machen? Ich möchte hierzu ein Beispiel eines Patienten einfügen. Ich habe vor über einem Jahr einen 78-jährigen Mann operiert, der so ein Wirbelgleiten hatte. Und der Mann ist von Berufswegen viel zu Pferd unterwegs, mhm, und hatte also einen Reiterhof und kam nun zu mir, hatte schon auch über Jahre gesteigert zunehmende Rückenbeschwerden. Und war nun aber an einem Punkt angekommen, wo er nichts mehr machen konnte. Also er konnte weder noch reiten, noch andere Dinge machen und sagte nun, es muss irgendwas passieren, weil sein Leben ist völlig eingeschränkt. Also nicht, dass er jetzt den ganzen Hof alleine schmeißt, also beruflich, aber er möchte wieder reiten, möchte einfach seinen Hobbys frönen. Und der Mann war 78 Jahre zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe ihn operiert und erfolgsmäßig ist er ein Vierteljahr später Ski gefahren, also in Skiurlaub gefahren mit seiner Frau und er reitet tagtäglich auf seinem Pferd. Also das ist das Ziel, was man mit dieser Operation erreichen kann. Das heißt, wir wollen, wenn wir jemanden operieren, ihn auch wieder in den Alltag, auch was seinen Beruf oder auch seine Hobbys angeht, wieder zurückbringen, sodass er ohne Schmerzmittel auch wieder seinen Alltag verrichten kann. Das ist eine gute Prognose, die ich gleichzeitig gerne als Schlusswort stehen lassen würde. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Danke, Herr Dr. Köhler. Vielen Dank auch an Sie, meine Damen und Herren, fürs Reinklicken und demzufolge danke für Ihr Interesse an unseren Videos. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie auch noch mal bei den anderen Fachabteilungen des Westklinikums vorbei, denn dort finden Sie an ein oder anderer Stelle auch noch weitere informative Filme von uns. Und natürlich, wenn das Thema Wirbelgleiten Sie weiter interessiert, melden Sie sich einfach bei den Kollegen von Herrn Dr. Köhler. Der ist, glaube ich, eine ziemlich gute Ansprechstation. Bis bald, alles Gute für Sie und tschüss.